Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Dotek GU Revenus. Gasprit hat eine Frage. Silent Chip. Okay. It's odd that Syllabus isn't his usual cheery self. Nett hart. Ja, ich habe mit den beiden glücklicherweise jetzt mehr durch puren Zufall als sonst was schon mal zwei Gebiete wieder geklärt. Oh, Kite. Ja. Yeah. Der normale Kite. Hab die Ausrüstung von den beiden ein bisschen angepasst. Halt im Prinzip Zeug gegeben, was ja sogar Level 51 ist. Weil ich einfach nichts Besseres für die hatte. Da fühlt man sich wie ein schlechter Teamchef. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Aber die beiden sind jetzt Level so um die 60 drum. Ist also schon mal ganz gut. Syllabus und Gaspard invited me on a quest. Doldana's the Silent Chim, huh? Metal Gear Chim. Okay. Sind jetzt hier neue Leute? Nein. Ich hab das Gefühl, ich hab mittlerweile bald alle mal durchgehabt hier, meine Güte. Zumindest in Doldona. Muss nicht überall sein, aber in Doldona irgendwie schon. Okay. Silent Chim. Level 65. Ja, das passt. Das passt! Wonderful Opaque Djinn Beast. Ha. So, you'll be taking this quest. Please, ja, ich warte mal auf meinen Quark. Irgendwie so. Hat mich zwar niemand drum gebeten, aber ich dachte, ich mach's mal. Ja, Dr. Kubo schaltet dann wieder die Chim-Chim-Suche frei. Eine Quest, die wir wohl mehr dann, also wahrscheinlich nicht ganz fertig haben zu diesem Zeitpunkt jetzt hier gerade, aber relativ bald fertig haben werden. Er hat sie also versucht zu kultivieren in einem Dungeon. Was auch gut funktioniert hat. Aber mittlerweile ist sie komplett leer. Keine Chim-Chims. Wenn wir einen Schuldigen finden, dann sollen wir ihn in unangespitzt in den Boden rammen. Alright, let's go do our best, Hoseo. Syllabus. He looks the same as he usually does. Merkwürdig. Ja, bevor wir gehen, eben wieder gucken, ob ich hier ein paar Sachen wieder reinpacken kann. Wo ich mal einfach stark von ausgehe, dass ich es kann. Guren müsste ich gezeigt haben. Dann können wir hier noch ein paar einfache Schultern reinpacken. Klingt, als wäre ich ein Metzger. Packt mal so ein paar Schultern da rein, ein bisschen Gehacktes oder was. Dann geht das. Passt das. Wen haben wir denn hier? Ein Trifle Clerk. Haben die auch wieder irgendwas sehr Seltenes? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Das sind im Prinzip die besten ja, Accessoires, die es im Spiel geben wird. Mal abgesehen von den Stufe 5 Accessoires, die wir von Monkey Island Sidequest kriegen. Aber das dauert halt auch wieder. Also abgesehen davon, bestes Accessoire, wobei wir das natürlich auch wieder eine lange Zeit nicht ausrüsten können. Ist ja auch egal. There is no mission. Das freut mich, glaube ich. Vielleicht? Keine Ahnung. Soll mich das freuen, dass es keine Mission hier drin gibt? Wahrscheinlich nicht. Okay, Chim-Chim suchen. Kein Thema. Yeah. Irgendwann muss ich wieder Muss ich wieder Feen-Orbs kaufen. Mann, das wäre schön, wenn ich schneller laufen könnte. Oh, das wäre so schön.
Tatsache, keine Chim-Chims. No Chim-Chims. It's empty. For now, let's look for an area with Chim-Chims. Okay. Ja, keine Chim-Chims, das ist mysteriös. Kann sein, dass die Monster die hier gefressen haben hier. Ja. Ja. Ja, das hier sind die Little Honeysuckers. Ich wollte sie mal gezeigt haben, im Prinzip. Ja, Katanas. Naja. Eher Kurzschwerter. Die laufen, glaube ich, unter Akitashis, aber ich kenne mich da jetzt nicht aus, nicht so wirklich aus. Aber ja, das sind die Little Honeysuckers mit einer anderen Abschusskombination. Das ist aber auch alles. Dafür ist es Stufe 5 Seltenheit. Das heißt, wir können es nicht verkaufen. Wir können es, glaube ich, nur theoretisch verschenken. Aber wer wird das schon machen? Trotz allem, das ist halt so die Sache, ist Heines Invasion immer noch die bessere Waffe. Aber ich wollte es halt mal gezeigt haben. Besonders, es ist eine Story. Es ist eine Story-Waffe. This makes me think of the Mary Celeste. No Chim-Chims here either. Wisst ihr was? Während ich hier so rumrenne und kein Kampf ist, werde ich jetzt tatsächlich meinen Internetbrowser mal aufmachen und Mary Celeste googeln. Weil es mir absolut gar nichts sagt. Kann sein, dass ich ein Idiot bin dafür, dass es mir gar nichts sagt, aber... Was? Wer oder was ist ein Mary Celeste? Ich sollte zumindest nicht gegen Wände rennen, während ich das mache. Da-da-da. Segelschiff. Ah, die Mary Celeste war eine Brigantine, ein zweimastiges Segelschiff, die 1872 auf halbem Wege zwischen den Azoren und Portugal verlassen im Atlantik treibend aufgefunden wurde. Warum das Schiff verlassen im Atlantik trieb, ist bis heute ungeklärt. Das erklärt alles. Wieder was gelernt heute. So, wenigstens etwas. Wenigstens irgendwas gelernt. Also ja, wir haben eine unbemannte Höhle, die hier aus unerfindlichen Gründen unbemannt ist. Oder unbechimchimt. Ein bisschen seltsam. Da kann ich verstehen, dass er daran denkt. Wenigstens bekommen die beiden einen Level Up. Das sind noch mein Gegner. I'll try my best. Und wenn ich schon machen kann, dann starte ich natürlich direkt wieder mit einem Awakening durch. Da ist der eine wenigstens schon mal weg, der andere ist hier auch gleich schon mal weg. Fertig. Wunderbar. Meiner Meinung nach ist mir die Moral zu weit nach unten gegangen dabei schon wieder, aber naja. Ihr könnt euch übrigens vorstellen, dass auf dieser Ebene keine Chim-Chims sein werden. Ich denke mal, ihr habt mittlerweile so das Wesentliche von GU und den ganzen Sidequests und den Dungeons mitgekriegt, um wirklich wissen zu können. Wenn die Sidequest sagt, geh da und da hin und untersuch das und das. Und es ist ein zweistöckiger Dungeon oder ein dreistöckiger Dungeon oder wie auch immer. Hauptsache, er geht tiefer rein. Dann ist euch allen mittlerweile bewusst, ja gut, dann wird jetzt auf dieser Ebene absolut rein gar nichts sein. Ist halt so. Na, was sollen wir machen? So ist das halt, ne? Ich hätte gerne eine neue Sense, muss ich sagen. So eine neue Sense wäre gut. Ich könnte mir eine vom Doppelgänger besorgen, aber ich dachte mir, wir warten zumindest mit der Sense, bis wir das Ende des Spiels erreicht haben, um
Ja. Sagen wir, um zu sehen, wie stark der Doppelgänger dann ist, so im Vergleich zu den ersten Momenten, als wir gegen ihn gekämpft haben. War zumindest mein Gedanke. Irgendwo brennt es mir auch in den Fingern, mir jetzt die Sense zu holen, aber... Nee. Man, wir sind auch so schon gut genug dabei. Oh nein. Ja. Danke, Spiel. Ja. Das Spiel... Finde ich gut. Ja, ich will eine neue Sense. Ja, ich will eine Sense. Gib mir keine Sense. Flip Sense. Yeah. Genial. Ah, herrlich. Also, das war jetzt wirklich nicht geplant, auch wenn das jetzt so rüberkommt. Das ist ja herrlich. Ist ja einfach nur herrlich. Allein dafür finde ich das Spiel schon wieder genial. Hat wieder Pluspunkte gemacht. Nicht, dass es die Pluspunkte jetzt überhaupt gebraucht hätte, aber das hat nochmal Pluspunkte gegeben. Oh Mann. Ha. Ja, Syllabus, noch ein Level drauf. Finde ich gut. So, jetzt gehen wir einmal in die Sackgasse. Dann können wir drumherum gehen und dann sollten wir da ankommen, wo wir ankommen sollen. In die Sackgasse beherbergt Gegner. XP auf Beinen. Problem ist, für mich jetzt gerade bei diesen Gegnern lohnt sich ein Awakening nicht, deswegen mache ich es nicht. Weil der Scorpio 17 geht ja auch mehr oder minder ziemlich schnell drauf. Also, ist so ein bisschen traurig, blöde. Ich hoffe nur, jetzt kommt nicht irgendwie raus... Ja, Syllabus wäre doch gerne Imperator gewesen. Dass wir ihn jetzt doch den Titel genommen haben, ist irgendwie viel zu traurig. Das wäre sehr, ja. Das wäre ein bescheidener Grund, sagen wir es mal so. Zack. So, hier, da finde ich schon wieder, da lohnt sich schon fast. Fast. Wirklich nur fast, aber immerhin. Aber die Gegner würden sonst ein bisschen länger leben. Das ist zu doof. Also ja. Viel einfacher. Level 67. Ein Level noch, dann können wir irgendeine Ausrüstung nehmen. Das weiß ich noch. Ja, habe ich mir gut gemerkt, ne? Dass ich mir irgendeine Ausrüstung dann nehmen konnte. Yeah. Ja, jetzt reicht's mir theoretisch auch wieder mit den Sensen. Jetzt kriegen wir nämlich keine bessere mehr hier drin, aber... fand ich gut. Doch, ja. Und ich laufe, und ich laufe, und ich laufe. Oh, yeah. Und natürlich, wie es immer so gerne ist, direkt hinter der Ecke ein Gegner. So, hier, das ist jetzt die neue Waffe. Einfach mal, um es dir gezeigt zu haben. Eine rote Sense, die keine richtige Biegung hat. Nach wie vor, Sensen verhalten sich aber, glaube ich, sogar wirklich alle gleich. Also, prinzipiell machen wir da so oder so eben diesen Wellenschlag. Naja, wenigstens hat die Sense eine neue Sense bekommen. Habe ich eine neue Sense bekommen, damit ich eine neue Sense habe. Wie auch immer. Sense. Das ist jedenfalls das Wichtige für mich. So, ist ja eigentlich ein... Mann. Auch keiner, den ich einen... Flyer geben könnte. Zumindest nicht auf dieser Ebene. Wahrscheinlich aber auch allgemein dann nicht. Ist einmal schön, wenn hier so eine Plattform ist und zwei Meter weiter ist auch nochmal eine Plattform. Finde ich immer toll. Will sagen, ziemlich bescheuert, aber ist der Dungeon-Aufbau. Was soll man machen? Fehl. Ich bin da unten.
Meine Güte. Meine Güte. Okay. Dann wechseln wir mal auf die richtige Waffe. Für diese Gegner zumindest. Und knüppeln drauf. Los. Ne, merkt ja mittlerweile, denke ich doch mal, auch alle, dass die Videos länger werden. Und ich hoffe nach wie vor, da ihr immer gesagt habt, ja, ist okay, kein Thema, finde ich okay, Hauptsache du machst den Dungeon in einem Video, wenn du schon drin bist, dass das jetzt immer noch für euch okay ist, denn die Videos werden ja mal gut und gerne eine halbe Stunde oder vielleicht sogar noch länger. Und ja, hoffe ich halt, dass das immer noch für euch okay ist. Ich mache es ja auch nicht absichtlich. Ich renne ja so gut es geht dadurch, ne? Ohne jetzt was auszulassen. Was ich theoretisch auch machen könnte. Ich könnte genau sagen, da und da auf der Karte muss ich hin, also gehe ich da hin und dann bin ich fertig damit. Nimmt ein bisschen den Spielspaß raus, denke ich dann. Ja, vielleicht dann nur ein bisschen. Ne, denn wenn ich zum Beispiel hinterher versuche, das Monster-Kompendium zu vervollständigen, dann laufe ich auch nur noch durch. Wenn ich ganz schnell am Durchflitzen suche das Monster, was ich mir rausgesucht habe, mache es kalt, gehe wieder raus. Aber ist natürlich nicht unbedingt so wunderbar zu gucken, sondern fühlt man sich so ein bisschen wie ein Speedrunner, obwohl man nicht mal ein Speedrunner ist. Au. Den oder den, den oder den. Naja, Sensor. Also müsste der hinter mir eh dadurch sterben. Oder auch nicht, nicht ganz. Na. Ich hätte gedacht, dass er dadurch sterben wird. Tat aber nicht. Nicht schlecht. Meinen Hut ab. Den Hut, den ich nicht trage, aber trotzdem meinen Hut ab. Simple Clocks. Naja. So, einmal das und dann Cha-Ching! Ein bisschen so drauf knüppeln. Ein paar SP zurückgewinnen, während ich das mache, ist auch mal schön. Nebenbei für diejenigen, die es interessiert, wo ich jetzt eh schon die Sense erwähnt hatte von Doppelgänger. Ich meine, entweder hatte die Sense die Fähigkeit, HP und SP zu absorbieren oder beim Gegner zu teilen. Oder Instant Death, eins von beiden. Obwohl es drei sind. Also die Sense hatte schon gute Effekte. Ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Nebenbei bemerkt, die Sense hatte gute Effekte. Ich habe eh nicht so viel, aber kann ich die Gegner wenigstens verlangsamen. Mit einem Kuhmagen. Seltsam. Irgendwie eklig. Egal. Interessiert ja auch keinen. Ich frage mich halt auch nur immer, wie das funktioniert. Das sind auch keine Chip-Shots, ne? Dachte ich mir, dass wir schlussendlich nach oben rechts laufen werden. Wie immer halt. Also es ist nicht immer oben rechts, aber es ist immer prinzipiell der am weitesten entfernteste Raum. Das ist in dem Fall oben rechts. Wäre langweilig für nicht, ne? Dann hätte ich ja kaum Gameplay. Oh nein. Kein Gameplay, wie ich eine halbe Stunde durch die Gegend laufe. Das ist echt lustig, ja. Ja, Sylippus hat recht. Ihr solltet meine Videos dreimal gucken, weil sie so lustig sind. Danke, Sylippus. What was that? Okay. Also hier ist nichts, aber ein Lachen. Okay. Da habe ich wieder einen guten Witz gemacht, ich merke schon.
Oh, ernsthaft. Jetzt muss ich da. Ja. Okay. Schon ein bisschen ärgerlich, dass ich da nur einen Lachen trigger und dann darf ich die Höhle nochmal durchsuchen, aber. Naja. Ein bisschen ist vielleicht untertrieben, das ist ziemlich nervig. Beziehungsweise ärgerlich, weniger nervig. Ernsthaft? Ja, wahrscheinlich der große Mittelraum. So wie ich das Spiel immer einschätze, großer Mittelraum ist auch mal geeignet. Tada! Okay. Großer Chim-Assassine. You won't get away! Now you will become part of my collection! Collecting chim-chims are so much fun! I just love it! What's this? What are you? Don't get in my way! So this guy was kidnapping the chim-chims? Let's get him! Warum sind die Gegner? Ich meine, warum sind hier Gegner? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier alles umgebracht hatte. Scheinbar nicht sicher genug, trotzdem. Ah, ich habe ihn geslowt. So, Leute, ihr macht den zu Ende, ich mach den jetzt zu Ende. Und zusammen kümmern wir uns um den dritten. Weil er ja unbedingt auf die Brust. Da habt ihr gerade mal wieder die Power der Sense gesehen, wenn die Gegner an der Wand eh schon stehen. Echt übel. Okay. Jetzt aber. Okay, er macht halt einen auf Glückstierchen, wenn man so will, ne? Ah. Ah. Okay, damit habe ich jetzt sicher nicht gerechnet. Aha. Definitiv Uwa. Stop! Please don't kick me anymore! I'll give back all the chim-chims, I promise! Please forgive me! I beg you! Der Assassin-Puppy. Now we just have to report back to the quest shop. Ja, das war ja einfach. 12 Kämpfe? Ach. Wailing. Naja, gut. Auch okay. Ich habe trotzdem gedacht, ich hätte alle gemacht, aber irgendwie nicht. Naja, man sollte nicht vergessen, dass wirklich etwas von außen eindringen könnte, aber... Forscher halt! Ja, ich habe ein Talent, wenn es zu Chim-Chims kommt. Niemand kann sie so kicken wie ich. Oder wie? Naja, wo dein Haus ist, weiß ich sowieso. Ist voll okay. I shall tell you more there. Farewell. Okay. Business Text, wunderbar. Also irgendwie.
irgendwie hat das jetzt gar nichts gebracht, kann das sein? Weil Syllabus schien normal zu sein. Es wurde nichts gesagt, nichts gemacht. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, was die Mary Celeste ist. Das haben wir nicht zwangsläufig wegen dem Spiel gehabt, sondern wegen mir. Weil ich dachte, ich google es dann mal. Nebenbei bemerkt, ich kann die Ripper Blades mittlerweile wegpacken, die Little Honeysuckles. Ja, ich würde die so gerne benutzen, aber dafür brauche ich noch ein paar Level. Buch der 1000. Aha, Bike fertig. Grußkarte, Filme, Filme, Wallpaper, Wallpaper, Film, Film. Okay. Das Einzige, was noch fehlt, ist Monster und, ja, Arena-Punkte halt. Dann sind wir bald auf Level 4, was unsere Gilde angeht. Und das ist gut. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.